ein Talent beim Coin Master. Man braucht natürlich auch ein bisschen Glück. Am wichtigsten ist dieses Placement, wie er einfach anfängt. Ich werde ja oft Er wird bestimmt ganz oft gefragt. Gefragt, Dieter, wie beweise ich mein Talent beim Coin Master? Man braucht natürlich auch ein bisschen Glück. Am wichtigsten ist, ruhig zu bleiben, wenn ein Dorf angegriffen wird. Ganz gelassen, wie ein LKW-Fahrer. So ein Quatsch. Ich bin LKW-Fahrer, den die Polizei verfolgt. Und dessen Bremsen aufgeben. Mensch, jetzt, warte mal, kleinen Moment, da ist auch eine Scheiße hier, du. Können Sie mir erklären, was ein Schaltjahr ist? Ja, sicher, klar. Was denn? Ein Tag mehr im Februar. Genau. Tag, ja. Schön, wie Sie das wissen. Ja, nu. Und warum aber ist das so? Ja, warum ist das so? Alle 4 Jahre, warum? Ja. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Hallo. Hallo. Na? Ja, was machen Sachen? Wir reden gerade über das Schaltjahr. Sagst du halt Jahre? Weiß nicht. Nee. Ich weiß. Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasties insgesamt. Boah, ich werde mir nachher auch, ich glaube, ich werde mir nachher noch was von Burger King oder so holen. Was richtig Fettiges werde ich mir nachher reinzimmern. Gegessen. Und immer Wahnsinn. F in den Chat für den Big Mac Tester, Digga. Warm und lecker. Und heute habe ich den ersten Big Tasty gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Das Witzige, das war eigentlich immer die Frisur eigentlich. Bis auf das Aussehen. War schon mal bei unsympathisch, das fand ich nicht so lustig. Bist du behindert? Und Ende! Saufen! Geil! Diese ganze Scheißarbeit! Wochenende! Ich trete euch! Saufen! 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 Wochenende! Ey, verstehe das ohne Scheiß? Verstehe gar nicht. Wenn man klar freut man sich aufs Wochenende, aber dass man sich aufs Saufen freut, das hat man nie gefühlt. Man, warum fühlt man sich? Ich verstehe auch gar nicht, was daran geil ist. Der Hammer! 15.000 Euro im Monat! Danke, Mann! Die Gruppe ist das Geilste! Vor einem Jahr habe ich angefangen mit dem Trading und jetzt schaue mich an. Jetzt fahre ich in Porsche Cayman S. Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! Geil, Mann! Geil! Das ist das Beste, was du machen kannst. Junge, der sieht aus wie ein Medi. Vom Gesicht her, die Frisur. Geil. Das ist das Beste, was du machen kannst. Alles. Glaub mir, Leute, Trading hat mein Leben verändert. 15 Riesen. Richtig geil. Einfach bei WhatsApp schreiben. Es geht direkt ab. Also ich kann nur jedem empfehlen, es zu versuchen. Das ist kinderleicht. Und der Erfolg ist ja offensichtlich. Porsche! Das ist Knoppers, die gute Milch-Haselnuss-Schnitte. Knusprig leicht und knopperfrisch. Knoppers, das Frühstückchen Knoppers, ein Frühstückchen Knoppers, das Frühstückchen knusprig leicht und knopperfrisch. Knoppers, das Frühstückchen. Erzfeind! Was hat er gesagt? Sagt Erzfeind. Tschüss, Erzfeind. Ja, wer ist das? Darf ich kurz was fragen? Wir brauchen wieder dein Käse. Aber du bist doch der Erzfeind. Aber warum, wer ist denn der Erzfeind? Du bist der Quatsche. Junge, der Feind. Der Feind. Der Feind. Das ist ein Random in Leipzig. Von Adlerson. Oh mein Gott. Junge, der Arme, der kann ja gar nicht mehr rausgehen. Jens Feind. Irgendein Rennen, den die anderen treffen. Der Feind. Verdammtes Schwein. Verdammtes Schwein. Oh mein Gott, das ist so herbestupide, Alter. Das ist so herbestupide. Oh Mann, der Arme. Der Feind. Verdammtes Schwein. Fick dich. Hau ab, du Vogel. Fick dich. Ich will mich raus aus. Das ist jeder Gegner in der Weekend League. Der Feind. Der Erzfeind. Verdammte Vogel.
sehen, aber da ist er. Der Feind. Der Erzfeind. Der Feind. Du Vogel. Wie oft treffen die den denn? Wie kleines Essen. Der Erzfeind. Ah, die verfolgen den doch schon, den trifft man niemals oft. Der Erzfeind. Ich komm lang, du Vogel. Ist das wirklich der Erzfeind? Ja. Komm, geh, du Vogel. Wir sind hier bei Schalke Freaks. Ja, erstmal ohne Scheiß, es gibt die ganzen deutschen Memes, wenn es um Fußball geht, ist immer Schalke. Der Typ, der gefragt wird, wie das Spiel endet und so weiter, sind immer Schalke-Fans. Immer. Das ist doch wirklich kein Zufall mehr. Es ist immer Schalke. TV! Oh yeah! Hi Leute! Ich bin's wieder, Janjan. Und ihr habt bestimmt mitbekommen, dass Schalke den DFB-Pokal gewonnen hat. Stopp, ich darf mich doch wohl mal eben vorstellen. Hoyo Mekesan, I'm a Marco Maroko Homo Mekesan, konnichiwa. Du fährst hier drum hin, doch ich rasiere dein Team. Lapschuh, mach mich auf Bubble Rapper, denn du bist ein Hundefresser. Allo, allo, du hast gehört, es ballert und ballert, die nennen Scheibe, Scheibe. Du heulst hier vor der Kamera, Kamera, denn du bist ein Nix-Gonner, ey. Ich wollte schon immer ein Rapper sein und werde inshallah in ein paar Jahren einer sein. Jetzt will mich jeder runterkriegen, doch ich geh nicht runter, weil hier ist Hamburg City. Ich will mich jeder runterkriegen, 1,20 groß. Na warte, Mattemann. Mach dich bereit für meinen Partystrahl, der dich nicht mehr an Mathe, sondern an Partys und Freunde denken lässt. Hahaha. Kurvendiskussion ist viel interessanter als Freunde und Partys. Oh Mathe-Mann, du kannst so gut Mathe. Das ist mathematisch korrekt. Oh Mathe-Mann, oh Mathe-Mann. Schneller, härter, Andi. We could! Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Alte Hardcore. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Always hardcore. Was singst du, Schnucki? Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Always hardcore. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, Alfie Hardcore. Willkommen to the party and wir hot kacken zu. Hot, hot, kacken zu. Hot, hot, kacken zu. Willkommen to the party and wir hot kacken zu. Hot, hot, kacken zu. Hot, hot, kacken zu. I'm the Hardcore, I'm the Beer Terminator. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Pascal Kevin aus Hamm ist eine tickende Zeitbombe. Trinken, kiffen, Schlägereien. Die Sonderschule schwänzt der 15-Jährige konsequent. Der Teenie aus dem Ruhrpott hält sich für den Super-Check. Ideal, was machst du hier? Wenn du mich f***st, fick ich zurück, so. Sieht man das? Mein Motto bei jeder Frau. Glänzt das? Ja. Frau Ritter, was sagen Sie denn zur aktuellen Flüchtlingspolitik? Raus mit die Viecher! Die sind ja nicht erwünscht. Für einen anderen Gast ist die Love Parade vermutlich jetzt schon vorbei. Das kenne ich und aber morgen ich vielleicht vergessen. Was ist hier passiert? Der Mann hat ein bisschen zu viel getrunken. Wie viel zu viel? Wie viel hat er? Das weiß ich nicht. Wir haben noch keinen Alkotest gemacht, aber ich glaube, er ist auch nicht mehr in der Lage. Drogen mit im Spiel? Keine Ahnung. Er sagt nicht. Nee, Drogen nicht mit im Spiel. Nur Alkohol. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Oh, aua! Was hast du getrunken? Hey, warum trinkt man nicht? Ich und Bier! Aua! Er war schuld. Nee! Dann musst du die woanders machen. Wo nee. Länger ist. Nee! Nee, von dem kann ich schon gar nicht mehr hören, dass so viele Leute in die Videos geschnitten haben. Richtig Kopfschmerzen bei seinem Nee. Bier und Wodka, aua. Der ist jetzt schon erwachsen, das stimmt, das ist ja schon voll alt, ne? Hab ich letztens auch mal irgendwo einen Bericht, oder nicht erwachsen, aber auf jeden Fall jetzt jugendlich. Schon voll alt, Mann.